Da muss ich in dieser Stadt also nebenbei auf... Ja, Strom, wie mache ich das? Solar? Sonnenkraftwerk? Ich glaube, die Stadt wird einen Haufen Strom brauchen. Das ist das Problem an dieser ganzen Sache. Atomkraft ganz bestimmt nicht. Ich könnte hier hinten an der Straße mal... Ich muss hier hinten sowieso wahrscheinlich dann früher oder später weiterbauen. Mache ich das mal kurz so. Mache ich hier kurz eine Kreuzung hin. Dann setze ich hinten Windkraftwerk hin. So, hallo Strom. Windgeschwindigkeit 7 km/h ist nicht ganz so optimal, aber sollte eigentlich trotzdem laufen. Ich hätte natürlich auch... Nee, das ist eh zu teuer. Könnte ich mir zwar jetzt wieder leisten, aber das ist zu teuer für den Preis. 2,1 Megawatt erzeugt dieses Kraftwerk. Wahrscheinlich werden wir früher oder später auf das Sonnenkraftwerk ausweichen, aber momentan müssen wir noch mit dem klarkommen, mit Windenergie. Industrie werden wir hier nicht haben. Ich brauche aber wahrscheinlich früher oder später... Da nebenan dann in dieser Stadt hier eine, da oben, eine Industriestadt, damit wir hier auch Arbeitsplätze mehr schaffen können, weil das wird ja auch, hier werden auch ziemlich viele Leute wohnen, was wir natürlich beachten sollten. So, schauen wir mal, wie das wird. Und Wasser braucht man natürlich auch, versteht sich. Hallo Wasser. So, schon haben wir Wasser. Wie viel fördert denn der eigentlich? 6 Kiloliter die Stunde. Wir haben aber 11,4 Kiloliter. Okay. Das macht jetzt irgendwie für mich keinen Sinn, aber naja. Jetzt schauen wir mal. Bauen wir uns mal unsere erste Spielhalle schon. Direkt vor dem Gemeindehaus noch. Kommt jetzt eine Spielhalle direkt in die Hauptstraße. Das ist eh egal, was man da baut für ein Schild. Macht jetzt keinen Unterschied. Nur hier muss ich dann aufpassen, was ich baue. Ich möchte nämlich für die mittlere Einkommensschicht ein Casino erstmal bauen. Das heißt, Spieler der mittleren Einkommensschicht hier. Touristen der mittleren Einkommensschicht. Und dann hier schöne Zimmer für die mittlere Einkommensschicht. Okay, jetzt muss ich aber hier noch kurz doch für die untere Einkommensschicht was bauen. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich hoffe mal, die sind jetzt nicht ganz so schlimm, also ganz so bilanzfressend wie die letzten Casinos. Gut, die kleinen waren eigentlich immer schon produktiv, aber die großen halt hier, die großen da hinten, die waren extrem geldfressend. Ich weiß gar nicht warum eigentlich. War halt irgendwie so. Aus unerfindlichen Gründen. Und ein Gemeindehaus muss natürlich auch hin. Wobei ich das jetzt mal keine Ahnung wo hinsetze. Hier wird wahrscheinlich dann die Hauptstraße weitergehen. Irgendwie so. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube mal, die Hauptstraße geht dann so irgendwie... Ich glaube, die wird dann so weitergehen. Damit das hier nicht ganz so alles so rechteckig ist. Dann muss ich mal schauen, dass ich hier... Dann warte ich mal mit der Straße noch, bis ich ein bisschen Geld habe. Macht das Profit? Nein. Minus 670. Okay. Ich hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt schon Profit machen würde. Das dauert noch ein bisschen. So, irgendwann früher oder später Bahnhof. Den können wir dann da hinten bauen. Direkt für das Casino. Okay, das macht jetzt noch Verlust, dieses Casino. Mal schauen, wie das wird. Bräuchten ja auf jeden Fall Industrie. Wobei ich das nicht bauen möchte, wie gesagt. Was hat das für ein Problem? Abwasser wahrscheinlich, oder? Ja, Abwasser. Das Abwasser muss weg. Erstmal so ein Teil hinbauen. Dann haben wir schon mal einen Überschuss in Abwasserkapazitäten. So, verkehrstechnisch sieht es ja hier noch gut aus, oder? Ja. Die Straße ist noch frei. Die Hauptstraße. Oder Autobahn oder wie auch immer man das nennen möchte. Jetzt würde ich aber gerne schon mal... Dann wird das jetzt nicht mehr funktionieren hier leider. Sorry, tut mir leid. Dann wird das von der Größe jetzt nicht funktionieren, fürchte ich. Naja, mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Commercials. Brauche ich mal hier noch welche ran.
So. Ach, ich wollte hier so oder so. Noch hier hinten. Ah, habe ich wieder verpeilt. Entschuldigung. Jetzt hat. Weil da möchte ich nämlich jetzt meine... Hallo, was ist denn hier los? Weg da. Jetzt möchte ich nämlich hier mein... Stadtcenter, mein Rathaus hinsetzen. Stadtcenter vor allem, das hört sich auch cool an. Hallo Rathaus. So, jetzt könnte ich der Stadt auch einen Namen geben, aber das wollte ich, wie gesagt, eigentlich euch überlassen. Ja. Mache ich dann auch. Ich bräuchte nur mal von euch. Ah, jetzt haben wir schon hier 1860 Gewinn pro Tag. Wunderbar, wunderbar. Oh Mann, Max ist mein schon wieder. Hilfe. So, da braucht man eigentlich nichts kaufen. Das läuft jetzt erstmal. Ach, haben wir schon Verbrechen hier, oder was? Was geht denn hier ab? Ach, das macht jetzt schon 3890 pro Tag Gewinn. Das freut mich. Das ist gut. Was ist denn hier los? Eine Fähre. WTF. Was wollt ihr jetzt mit einer Fähre? Die Mini-Stadt da braucht doch keine Fähre. Braucht ihr doch keine Fähre. Was zur Hölle? Okay, jetzt habe ich natürlich hier das Problem, dass dieses... Boah, nö. Das will ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich müsste das eigentlich abreißen, weil diese Dinger jetzt zu knapp sind hier. Sorry. Tut mir jetzt echt leid. Ich werde jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Verluste machen. So. Hier will ich... Nein. Bitte keine gebogene Straße. So, dann geht's hier weiter. Dann kann ich das jetzt machen. Halt, Moment. Erstmal hier kurz alles löschen. Wie gesagt, das wird mir jetzt die Bilanz ein bisschen verhageln, wobei geht eigentlich gerade sogar noch. So. Das da hinten ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so logisch. Warum ist hier eigentlich so ein komischer Fortsatz, so ein... Da baue ich auch gleich mal ein bisschen aus bei Gelegenheit. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das muss ich jetzt auf der anderen Seite auch machen. Weil ich das ja gerade so unheimlich intelligent gebaut habe. Naja. Ich kann ja auch nicht alles wissen, ne? So, wunderbar. Läuft. Jetzt hat... Ach ja, hier, die müssen weg. Hallo, weg bitte. Dann haben wir hier zumindest schon mal eine Grundstadt, die wir nutzen können. Und die wird jetzt dann ausgebaut. Schön weiter. Aber natürlich, das bleibt hier nicht. Warum habe ich das eigentlich ausgebaut? Ich wollte das eh nicht haben. Naja, egal. Schauen wir mal, was da draus wird. Was macht das Casino? 16.000 Gewinn pro Tag. Okay, läuft. Ich weiß gar nicht, ab wann können wir diese... Sekunde. Okay. 28.000 pro Tag haben wir bisher verdient mit Casinos. Ich werde auch noch ein zweites bauen. Das sich dann auf die unteren Einkommensschichten spezialisiert, so ein bisschen zumindest. Kommt es gleich nebenan? Nee, oder? Nö. Das kommt hier hinten hin. Das wird sich jetzt auf die unteren Einkommensschichten spezialisieren. So, untere Einkommensschicht und untere Einkommensschicht. Oh, zu wenig Simoleons. Damn it. Aber ein Schild kann ich mir noch bauen. Das kommt jetzt dazwischen. Passt schon. Da kann ich nämlich bald eine Glücksspielzentrale bauen und dann auch die großen Casinos. Wobei die Stadt natürlich irgendwie mitwachsen sollte. Sollte. Warum heißt dieses Ding hier Einspritzer? Ich will's gar nicht wissen. So, geht es hier vielleicht? Ja. Baue ich das mal so. Sieht doch ganz putzig aus.
Sieht echt interessant aus, ne? So, erstmal ein paar Wohnhäuser. Unmengen an Commercials werden wir in dieser Stadt brauchen, weil diese Stadt eigentlich eine Commercial- und Casino-Stadt werden will. Werden soll, nicht werden will. Die wird da einfach gezwungen zu. Die wird da nicht gefragt. So, und dann haben wir das auch ausgebaut. Haben wir schon zwei Casinos in der Stadt. Oh, hallo Verkehr. Bisschen extrem gerade, ne? Macht nix. Ich mach jetzt erstmal hier Straßen-Upgrades, damit wir hier ein bisschen mehr klarkommen mit den Straßen. Wobei das natürlich Unmengen an Gold verschlingt immer. Also wenigstens schon mal Straßen herrschen. Straßen herrschen? Die Herrschaft der Straßen, jetzt neu im Kino. So einen Film würde ich auch mal sehen. Kommt bestimmt gut an. Immer noch besser als Twilight. Besser auf jeden Fall, ja, das kann ich schon mal sagen. Wobei ich sagen muss, ich habe Twilight nie gesehen. Und ich bin auch ganz, ganz glücklich drüber, muss ich sagen. Weil sowas tue ich mir dann doch nicht an. Wobei ich sowieso selten Filme schaue. Wenn dann auf DVD irgendwo. So, wenn mir mal langweilig ist oder so. Aber sonst. Kino war ich schon ewig nicht mehr. Ich mag das nicht. Zu viele Menschen. So. Bauen wir das hier auch so? Sieht ziemlich hässlich aus, ne? Jups, sieht ziemlich hässlich aus. Macht nichts. Mit hässlich kenne ich mich ja aus. Um Gottes Willen. Jipp, ich glaube, das übertrifft alles, was ich bisher gebaut habe. Im negativen Sinne. Nee, komm, das kann ich so nicht anbieten. Da kriegt man ja das Kotzen. Kriegt man ja Kotzreiz hier spontanen. Alter, geht mal weg, Linien. Ja, so wie zum Thema weggehen, ne? Irgendwie mögen die gerade nicht. Okay, dann baue ich mal hier hinten durch. Okay, wird wieder so ein Mix aus. Ja, gut, keine Ahnung. Ein Mix halt. Die Feuerwehrleute aus Adelstaden helfen freiwillig. Ich habe doch gar keine rübergeschickt. Okay. Na gut, steht auch da, die helfen freiwillig. Insofern. Wird der schon seinen Sinn haben. Ja, ich glaube, mit dem Weg bauen kann ich jetzt schon langsam mal aufhören. Jetzt habe ich ja schon 3000 Einwohner. Wo auch immer die in den paar kleinen Wohnwägen hierher kommen sollen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Strom aus? Langsam knapp, ne? Oh, langsam ist gut. Hallo, vertikale Windturbine noch nicht. Warte mal, Moment. So, ganz einfach. Profit machen wir genügend. Hallo, vertikale Windturbine. Moment, jetzt erstmal kurz. Möchte ich hier den... Hallo, geh mal weg, du dummer Staub. Es wird aber auch nicht schneller, ne? So. Ach, okay. Erstmal eine Straße durch. So. Stromversorgung auf lange Zeit mal sicherstellen, würde ich sagen. Jipp, 37 Megawatt. Wunderbar. Das läuft noch, habe ich gehört. Ja, das auch. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Hier in der Innenstadt dürfte ich eigentlich gerne aufsteigen. Ach, das war ja eh schon. Okay. Machen wir mal hier hohe Dichte draus. In der Innenstadt so ein bisschen. Hat natürlich auch den Grund, dass hier dann die Leute besser reinkommen. Hier ist eh schon hohe Dichte. Die Autobahn führt halt hier blöderweise komplett genau durch. Das ist ein bisschen suboptimal. Jetzt müsste ich doch eigentlich auch bald diese Casino-Zentrale bauen können, oder? Ja, ganz knapp davor. 52.000 brauchen wir. 50.822 machen wir momentan. Also wenn das nächste Mal dieses Casino hier auflevelt,
Können wir was wahrscheinlich bauen? Ach, haben wir schon, ja. Na dann, bitte genehmigen. Ich möchte eine Casinozentrale oder eine Spielzentrale.